Herzliche Grüße aus dem sonnigen Podelzig. Podelzig ist bei Frankfurt und wir haben gerade ein paar Spenden eingesammelt. Das ist die Wilma übrigens, ne? Die ist auch ganz proaktiv mit dabei. Und Auto ist auf jeden Fall voll. Moment, muss ich erstmal aufmachen, damit ihr mal seht, was wir hier wieder anstellen. So, alles drin, Konserven, Medizin, Verbandsmaterialien, alles was man so braucht. Und wir machen uns jetzt los. Und dann werde ich euch berichten. Also, einen sonnigen Tag euch. Wir kommen eigentlich so ganz gut voran. Es gibt zwar so 2, 3, 4, 5 verschiedene Probleme, aber das größte Problem ist eigentlich, dass ich mein Auto nicht mehr ausmachen darf, ansonsten geht es nicht mehr an. Ja, also es könnte natürlich sein, dass irgendwo was bei der Batterie ist, es könnte aber auch sein, dass irgendwas mit dem Anlasser nicht stimmt, weil er klackert nur noch und ansonsten passiert nichts. Also müssen wir das, wenn er mir ausgeht, halt immer anschieben. Aber gut, so ist es. Können wir jetzt nicht ändern. Wir versuchen es aber nachher irgendwie nochmal untersuchen zu lassen bei jemandem, der da wirklich Ahnung von hat. Ja, das erstmal von meiner Warte. Ich hoffe, es geht euch gut. Bis später, ihr Süßen. So Leute, wir sind in Chelm angekommen und beziehen jetzt gleich eine Unterkunft. Und das Auto startet nicht mehr. Super. Das ist ein ganz gutes Omen. Naja, vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Morgen früh um 5 müssen wir eigentlich weiter, weil wir um 8 Uhr unseren Abgabetermin haben. Ja, versuchen wir das mal so in der Nacht hier irgendwie noch zu reparieren. Naja, mal gucken, was das werden soll. Gute Nacht. Good night.